Die Weltgesundheitsorganisation WHO plant, den Pandemievertrag abzuschließen in der nächsten Versammlung vom 27. Mai bis 1. Juni. Er könnte weitreichende Einschränkungen mit sich bringen, zum Beispiel das Thema Zwangsimpfung, dass wir einen Teil unserer Menschenrechte an die WHO abgeben. Heute möchte ich einen Blick auf das Horoskop werfen, was wir dort erkennen können, energetisch bei der WHO, was ihre wahren Absichten sind und wie groß die Chance ist, dass dieser Pandemievertrag in Kraft tritt. Aber bevor ich beginne, wenn es dich interessiert, was auch energetisch und astrologisch bei dir gerade in nächster Zeit wichtig ist, abonniere gerne meinen kostenlosen Newsletter, wo ich jede Woche eine ganze Menge an Informationen kostenlos mit euch teile. Den Link findest du direkt hier unter dem Video. Wer ist eigentlich die WHO, die Weltgesundheitsorganisation? Sie wurde 1948 in Genf in der Schweiz gegründet. Und ihr Ziel ist es, die Verbesserung der Gesundheit der Weltbevölkerung, die Bekämpfung von Epidemien, von Pandemien, die medizinische Versorgung und natürlich auch im Notfall, in Kriegsgebieten oder bei Naturkatastrophen hilft die WHO mit medizinischer Unterstützung. Eine ganz, ganz wichtige Sache dabei ist, die immer wieder im Mittelpunkt steht: Wie finanziert sich diese Organisation eigentlich? Und es sind inzwischen 194 Mitgliedstaaten, Staaten innerhalb der WHO, die alle ihren Beitrag bezahlen, je nachdem ihrem Bruttoeinkommen des Landes sozusagen. Aber der größte Teil dieser Unsummen von Geld, die die WHO verwaltet, kommt über private Finanzierungen und vor allem über Stiftungen. Und der größte Stifter innerhalb dieser WHO, innerhalb dieser Spendengelder, ist die Bill und Melinda Gates Stiftung, wie du vielleicht auch schon gehört hast. Aber jetzt lasst uns in das Horoskop hineinschauen, was wir dort erkennen können. Und ich blende das Horoskop hier später ein, damit ihr einen Blick drauf werfen könnt. Wir haben als Geburtsdatum sozusagen von der WHO, das ist das Verfassungsdatum, den 7. April 1948 in Genf. Das gibt einen Aszendenten auf 19 Grad im Zeichen Skorpion im Mondhaus Chaser. Und ich spreche von der vedischen Astrologie, ein anderes System als die westliche Astrologie. Und wenn dich die Unterschiede interessieren, ich verlinke dir hier ein Video, wo ich das erkläre. Ganz in der Nähe, sehr, sehr interessant, von dem Aszendenten befindet sich ein Fixstern. Und demnächst wird ein Buch über die Fixsterne von mir veröffentlicht. Kannst dich drauf freuen, ist sehr, sehr interessant. Auf 17 Grad befindet sich der Fixstern Rastaban. Wofür steht dieser Fixstern? Und wenn ein Fixstern sehr nahe am Aszendenten sitzt, dann hat er immer eine große energetische Bedeutung, denn diese Fixsterne, ja, sind von großer Bedeutung. Ihre Energien sind sehr, sehr wichtig. Und Rastaban steht zum einen für Macht, für Erfolg, es steht für Magie übrigens auch und für kriminelle Neigungen. Es kommt immer darauf an, wie die Aspekte sind und die energetischen Zusammenhänge, aber dieser Fixstern kann in Verbindung stehen mit kriminellen Neigungen. Und man sagt, wenn ein Komet sich über diesem Fixstern Rastaban befindet, dann bedeutet das dann in der nächsten Zeit für die Menschheit, dass Gift verstreut wird über die Welt. Ich finde es mal sehr, sehr interessant, nur so mal zur Information. Ganz wichtig, wenn wir uns dieses Horoskop anschauen, schauen wir uns immer, wo befindet sich die Mondknotenachse, denn diese steht immer für das Schicksal und für die Bedeutung, die wir sozusagen haben hier auf der Erde. In einem persönlichen Horoskop, aber wir können natürlich auch bei der WHO schauen, wo sich diese Mondknotenachse befindet. Und die befindet sich in der 6-12er-Achse im Zeichen Waage und Widder.
Und die 6-12er-Achse steht in Verbindung mit dem Thema Gesundheit, Krankheit, Krankenhäuser, Pandemien, Epidemien. All das ist genau der Fokus auch der WHO. Von dem her können wir sagen, das passt sehr gut zueinander. Im 12. Haus in diesem Horoskop, im Zeichen Waage, befinden sich die Schattenaspekte von Saturn. Gulika und Mandi sind besondere energetische Punkte in einem Horoskop, die uns mehr Informationen geben, wo das eigentliche Problem liegt. Und Gulika und Mandi bringen immer Schwierigkeiten mit sich. Und das bedeutet, das 12. Haus steht auch von ja, etwas zu verbergen, hinter dem Vorhang zu halten, nicht öffentlich zu zeigen. Und bedeutet, dass es dort auf jeden Fall Geheimnisse gibt. Auch allein der Aszendent im Zeichen Skorpion zeigt an, es gibt Geheimnisse, es gibt Dinge, die nicht öffentlich geteilt werden, die aber eine wichtige Rolle im Hintergrund spielen. Etwas ganz, ganz Auffälliges, wenn wir uns dieses Horoskop anschauen, ist vor allem ein rückläufiger Saturn zusammen mit einem Mars und einem rückläufigen Pluto. Alle befinden sich im 9. Haus im Zeichen Krebs in diesem Horoskop, im Mondhaus Aslesha. Aslesha, das sind auch die hypnotischen Augen der Schlange. Die Schlange steht zwar auch für das Thema Gesundheit und Heilung ganz, ganz wichtig, aber auch von dem, dass man seine eigenen Interessen sehr stark durchsetzen möchte und keine Meinung eines anderen respektiert. So ein bisschen, wenn du die Füße unter meinem Tisch haben willst, dann musst du damit einverstanden sein, was ich dir vorgebe. Keine ganz so einfache Energie, und sie steht eben in Verbindung mit Hinterlist und auch mit dem Thema Täuschung. Und das Interessante ist, der eigentliche Herrscher des Zeichen Krebses ist der Planet Mond. Er befindet sich im Haus von Saturn, im Zeichen Wassermann. Das steht zum einen für Innovation, für neue Technologien, auch für die Pharmaindustrie. Und der Mond steht für die Massen, für die Menschen. Und dieser Saturn, Mars und Pluto befinden sich in einem 6-8er Aspekt zu diesem Mond. Also zum einen sind es 8 Häuser entfernt und zurück sind 6 Häuser entfernt. Und diese 6-8er, dieses Verhältnis der Planeten zueinander, spricht von Schwierigkeiten. Und bedeutet, dass das 9. Haus steht für, dass wir Weisung geben, dass wir ja der Ratgeber sind, was die WHO ja auch sein möchte, aber in diesem 6-8er Aspekt zum Mond, zum Volk und zur Masse hin bedeutet das und mit dem rückläufigen Pluto ein ganz starker Ausdruck von Macht und ja auch nicht nur förderliche Dinge, die sie dort in Verbindung bringen mit den Menschen. Pluto ist eine ganz, ganz große transformative Kraft, aber steht auch in Verbindung mit dem Thema Tod. Also es sind nicht einfache Energien, die wir dort haben in diesem Zusammenhang. Aber jetzt lasst uns mal schauen, die Zukunft, Pandemievertrag. Und da schaue ich auf das jährliche Horoskop des WHO, das wir in der vedischen Astrologie nutzen. Und um mehr Informationen zu erhalten, wie sich diese Dinge dort entwickelt. Es ist ein eigenes Horoskop, das wir uns anschauen können. Und dort haben wir den Aszendenten im Zeichen Krebs. Und das Interessante ist, dass ja im Geburtshoroskop im Zeichen Krebs Saturn, Mars und Pluto stehen. Das bedeutet, dass dieser Aszendent dieses Jahr diese Planeten ganz stark aktiviert und triggert. Und das ist das Thema eben, Macht und Kontrolle ausüben zu wollen auf das Volk in diesem 6-8er Aspekt. Also wir sehen auch hier, dieses Thema ist gerade ganz stark, dass dieser Vertrag mitunter dazu führen möchte, mehr Kontrolle über das Volk auszuüben. In diesem besonderen Horoskop gibt es einen Munta. Und dieser Munta befindet sich
im Zeichen Fische. Das ist dort im jährlichen Horoskop das 9. Haus. Das ist anders als im Geburtshoroskop. Und dort hat übrigens ganz nahe daran die Sonnenfinsternis stattgefunden und kann bedeuten, dass jetzt Dinge dort nach oben kommen in das Bewusstsein von uns allen, die dort vielleicht so ein bisschen im Geheimen bisher gebrodelt haben. Und das ist sehr, sehr interessant. Dort befindet sich Rahu und Sonne und das steht dafür, noch mehr Macht haben zu wollen, noch mehr Macht zu übernehmen, noch mehr Weisungen geben zu dürfen im 9. Haus. Etwas sehr Interessantes in diesem jährlichen Horoskop ist Planet Merkur. Er sticht hervor, er ist rückläufig in den ersten Gradzahlen im Zeichen Widder. Und dort haben wir einen wichtigen Übergang. Und wenn du schon öfters diese astrologischen Prognosen von mir gehört hast, dann weißt du, ich spreche oftmals von Gandanta. Und Merkur befindet sich in Gandanta. Das bedeutet, man hat so das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Und Merkur ist rückläufig. Das bedeutet in Bezug, weil Merkur ist der Indikator, wenn es um das Thema Verträge geht, dass wir, ja, das sind keine guten Aussichten, dass dieser Vertrag abgeschlossen wird oder wenn er abgeschlossen wird, dass er lange halten wird. Also von dem her kann ich das ganz klar in diesem Horoskop sehen. Da gibt es auf jeden Fall vielleicht auch Korrekturbedürfnis, aber so kann dieser Vertrag nicht wirklich in Kraft treten. Und wie gesagt, ich sehe das rein energetisch, was dann sich nachher daraus entwickelt, werden wir sehen und wie die Dinge ja, sich da weiterentwickeln. In diesem jährlichen Horoskop haben wir die Schattenaspekte Gullika und Mandi im 3. Haus. Und das bedeutet, dass die Intentionen mit diesem Vertrag, denn es ist das Zeichen Jungfrau und das steht wieder in Verbindung mit Merkur und Merkur steht in Verbindung mit dem Thema Vertrag, keine wirklich guten sind. Wir werden sehen, wie die Dinge sich ausspielen und ich glaube, etwas ganz, ganz Wichtiges, das wir uns bewusst machen dürfen, ist, dass es wichtig ist, dass wir unsere Meinung dazu genauso äußern, dass wir das auf eine friedliche und gute Art und Weise tun, aber wir dürfen uns wieder bewusst werden, wir sind das Volk, eine Regierung sollte uns dienen und wenn wir das in einer klaren Art und Weise fair vorbringen, ohne dass wir aus Aggression handeln, sondern aus diesem festen Wissen, wir sind das Volk, denke ich, da kann sich ganz viel positiv in Zukunft entwickelt und fragwürdige Organisationen haben dort nicht mehr die Macht über uns. Aber schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr darüber denkt und ich wünsche euch von Herzen alles Liebe. Teilt dieses Video gern mit anderen Menschen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet das tun und ich liebe dich.